So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind vorbereitet. Wir schreiten sofort durch das Portal. Das habe ich noch nicht gemacht, ne? Nee, warte, das darf ich nicht vergessen. So, jetzt schreiten wir durch das Portal. Wir müssen, wie gesagt, später auch noch gucken, dass wir unseren Uran- und Iridium-Vorrat nachhaltig erweitern. Ist ja an sich nicht unbedingt das Problem. Strom haben wir auf jeden Fall genug. Wir haben auch genug Rohstoff, um das alles zu machen. Und wir brauchen halt definitiv viel, 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 viel mehr Drohnen. Viel, viel mehr. Gut. Weil dann können wir eigentlich die Rakete mit den Uranstäben auch einfach immer separat selber machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, pass auf, das Ding war ja gleich hier. Dann möchte ich einmal kurz, nur kurz gucken, weil hier war doch die eine Tür. Okay, die geht nicht auf. Hätte ja sein können. Tierheim, okay, cool. Futterspender, direkt zwei neue Rezepte. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Einmal auslösen. Wir sind auf einem guten Weg, mit dem Terraforming bald komplett durch zu sein. Hier haben wir die erste Vault. Sehr schön, sehr schön. Ich hätte gern Baupläne für die anderen Quarzdinger. Ich glaube, es gibt noch zwei. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die würde ich natürlich uns gerne holen. Deshalb schauen wir uns hier auch sehr, sehr gründlich überall um. Hier nochmal eine Vault. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Was haben wir hier hinten? Okay, ist bloß ein Durchgang. Hier haben wir Kisten. Eigentlich könnte man die Samen ja wirklich zurücklassen, aber ich will halt die Truhen abbauen, damit wir wissen, wo wir schon waren. Dann müssen wir halt die Samen jedes Mal zu Hause manuell entsorgen. Unten waren noch zwei Kisten, die habe ich nicht vergessen. Die holen wir uns gleich. Okay, das ist derselbe Weg. Na gut. Alles können wir hier jetzt aber, ja, trotzdem wieder nicht mitnehmen. Ich lasse kurz Eisen hier. Die Kiste müssen wir dann halt noch abbauen, sonst ist hier nichts. Wir haben hier bis jetzt nur den Bauplan für den größeren Würfel bekommen, ne? Und die zwei Walls. Gerne würde ich noch eine finden. Weil ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir hier alles. Aquarienstufe 2. So, hier waren wir. Da ist sonst nichts. Ich glaube, hier wird es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, den Außenbereich abzugrasen, weil der sehr unübersichtlich ist. Oh, ja. Ja, geht so. Wir müssen hierher nochmal kommen. Vor allem muss ich das wiederfinden. Wir wissen, eine Vault ist noch nicht ganz leer. Ist das die? Okay, das ist dieselbe. Wo geht's denn jetzt? Hier noch mal raus. War das hier hinten? Die ist leer. Okay, hier sind drei Walls. Ich glaube, mehr wird es dann auch nicht geben. Wo ist denn der Ausgang?
Jetzt war das hier eigentlich gar nicht so sehr labyrinthisch. Aber anscheinend labyrinthisch genug, dass ich mich verlaufe. Wie immer. Da waren wir. Das ist nur der... Oh oh. Und hier klappt das halt mit dem Teleporter auch nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Hilfe, wo muss ich hin? Hier ist, denke ich, falsch. Das wieder das. Okay, ich habe mich verlaufen. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse es, wenn das passiert. Jetzt bin ich wieder hier. Hilfe. Sollte ich vielleicht doch ein bisschen mit den Leuchtfackeln arbeiten? Aber die nehmen halt Inventarplatz weg. Und das mit dem Inventarplatz, da bin ich trotzdem sehr geizig. Ich meine, jetzt haben wir schon ein größeres Inventar und es ist trotzdem sehr schnell voll. Hier war es nicht. War das irgendwo hier hinten? Nein. Hier war das aber auch nicht. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Das müsste, wenn dann, eher in diese Richtung sein. Wir mussten auf jeden Fall so einen langen Gang entlang, das weiß ich noch, aber ich glaube, der hier war es halt nicht. Das ist wieder der Safe. Oh, verflucht. Und das ist Schwierigkeit 2. Ich glaube, bei Schwierigkeit Stufe 5 hast du dann wirklich ein Riesenlabyrinth. Vorne ist bloß wieder dieses, ich nenne es mal Biolabor. Oh, verflucht, verflucht, verflucht. Oh, hier. Gut. Sehr gut. Ich würde jetzt hier trotzdem ganz gern schon mal gucken, ob wir was finden. Weil Terra-Token und Baupläne könnten wir rein theoretisch trotzdem gleich mitnehmen. Quasar-Quarz nehmen wir auch gleich mit. Wir könnten wahrscheinlich eine komplette Tour erstmal außen machen. Und uns dann auf das Wrack konzentrieren. Denke ich. Ich habe halt bloß die Hoffnung, dass wir jetzt hier draußen noch den Bauplan für ein weiteres Quarz finden. Sonnenquarz-Bauplan haben wir halt eigentlich schon. Ich nehme ihn jetzt mal mit. Ich bin neugierig und... Warte, was? Brauche ich hier auch nochmal? Oh,
Shit. Brauche ich hier auch nochmal so einen Reaktor? Wahrscheinlich ja. Höchstwahrscheinlich ja. Noch ein Explosiv, das nehmen wir sofort mit. Magnetquarz ist hier. Noch eine Kiste, ja. Okay, hier gibt es also zwei Wracks. Ah, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Nur schon mal einen groben Überblick. Als ob jetzt hier Wasser ist. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Aus dem Wasser. Scheiße, wo ging es aus dem Wasser raus? Okay, man sieht, dass man hier trinken kann. Aber man sieht nicht mal wirklich, dass da Wasser anfängt. Das ist natürlich auch nicht schön. Erstmal wieder raus. Ich vermute, wir werden hier nochmal einen Schlüssel brauchen. Das heißt, wir nehmen sicherheitshalber noch einen mit. Aber kein Bauplan für ein weiteres Quarz. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch mehr Quarz, auch da drin. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oder nicht gut zu wissen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss auch noch mehr Arbeit. Müll, 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 Müll. Der Rest bleibt. So, Fackeln. Leiterplatte, verschiedene Quarze, Pulsarquarz. Methan füllt sich auch langsam. Zeolit, dann haben wir hier Dünger. Schön, dass wir das auch langsam aufstocken können. Sprengstoff, also das können wir auch noch. Sprengstoff würde ich mal behalten. Spätestens da unter Wasser brauchen wir ja. Den Samen. Das Triebwerk habe ich mal wieder vergessen. War hier. Sollte ich vielleicht gleich noch ein paar Drohnen machen? Wenn wir es halt gerade können. Ein Iridiumstab. Osmium. Oh, Schwefel fast voll. Geil. So. Haben wir den jetzt einfach nochmal gelernt? Hä? So was Dämliches. So, davon brauchen wir noch mal eins. Wir haben Obsidian. Hey, wir haben noch alles. Wir haben kein Osmium mehr, ne? Shit.
Weil wir das alles umgearbeitet haben. Und die Osmium-Höhle macht ja wieder alles. Pass auf. Wir brauchen... Ich schiebe das jetzt doch nochmal dazwischen. Wir brauchen nochmal 3 Stück hiervon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir kriegen offensichtlich sonst nicht ausreichend Osmium. Und ich denke, an dem Portal werden wir noch ein, zwei Folgen verwursteln. So, hier war es. Dann bauen wir nämlich den Extraktor einfach mal ab. Dafür zwei Stück. Bitte nur Osmium. Angebot Osmium. Nur Osmium. Angebot Osmium. Dann könnte unser Inventarplatz vielleicht hierfür reichen. War das alles? Ja. Dann bauen wir dasselbe beim Uran auch noch mal hin. Beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal unser Inventar ausleeren. Langsam wird dieses Spiel schon ein bisschen zur Arbeit. Auf eine geile Art irgendwie. Das Eisen können wir rigoros einfach direkt wegschmeißen. Und dann haben wir auch wieder normales Osmium. Iridium. Iridium. Das brauchen wir. Kann Kobalt noch weg. Wir holen uns noch mal das Teil hier. Dann bauen wir noch ganz schnell den zweiten Extraktor auf Uran. Das geht jetzt wirklich schnell. Und eigentlich müssten wir da die Raketenstation halt wirklich fast abbauen. Die könnten wir mit zu unserer hinstellen, einfach, dass wir hin und her wechseln können. Ich weiß bloß nicht, ob das geht, wenn die gerade unterwegs ist. Oh nein, ich habe den Iridiumstab abgelegt. Verflucht. Dann holen wir uns halt noch ein Iridiumstäbchen dazu. Geht ja halbwegs zügig. Und wenn wir dann irgendwann wirklich sehr, sehr viel Pulsarquarz haben, bauen wir bei allen Extraktordingern, die wir haben, einfach noch einen Teleporter hin. Dass wir von den Dingern immer schnell hin und her können, falls wir mal ein bisschen was einfach schon mal abholen. So. Aber dann können wir rein theoretisch den Autocrafter da doch stehen lassen. Und wenn wir halt zwischendurch was brauchen, gehen wir über den Teleporter dahin und holen uns halt 2, 3 Sachen raus.
Weil fürs Erste wäre es eigentlich wirklich cool, wenn wir das einfach zu uns bringen. Nein! Gut, dann versetze ich die aber generell. So. Warum knipselst du jetzt nicht hier an? Hier ist nichts, was dich stören dürfte. So, angeknüpselt den... Ja, den Autohersteller lasse ich jetzt erstmal. Uran. Angebot. Uran. Uran. Angebot. Uran. Dann können wir nämlich den Autocrafter auch bei uns einfach nochmal hinstellen. Ja, Inventar nicht leer. War klar. Beziehungsweise, wenn wir einfach selber Uranstäbe herstellen, weil unsere Lager wieder voll sind, dann fliegen die Drohnen los und bringen das dahin. Das ist auch machbar. Und ich stelle den zweiten Autocrafter einfach trotzdem zu uns. Der ist zwar nicht eingestellt, aber wenn wir zwei Sachen parallel in Menge herstellen wollen, dann ist das ja nicht schlecht. So, jetzt stellen wir unsere beiden Kisten hier nochmal ein. Nachfrage, Uran. Nachfrage, Uran. So, wir haben wieder ein Eisen und einen Superlegierungsstab, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Ich mache den Autocraft jetzt noch nicht. Das haben wir. Ich brauche neues Trinken, ich brauche neues Essen. Bam, badam. Außen wollte ich hier nochmal reinschauen. Die beiden haben wir gefühlt eigentlich gleichzeitig bekommen, ne? Hier fehlen noch zwei Sachen. Hier sind wir fast durch. Hier sind wir fast durch. Und das ist auch nicht mehr so viel. 200 Terra Token. Die Rakete ist zurück. Jetzt könnte man es halt... Ne, ich lasse es stehen. Achso, nicht, ich wollte Essen holen. Bam, 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 bam. Und dann könnten wir wieder durchs Portal. Beziehungsweise vorher. Nochmal so 10 Stück. Wir können uns das halt easy leisten, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann sind die alle beschäftigt und es geht halt schneller. Machen wir einfach nochmal 10 Drohnen. Perfekt. Läuft. Wie schaut es hier aus? Wird es inzwischen... Ist halt schon wieder voll oder immer noch? Eigentlich sollten wir doch genug Drohnen rumfliegen haben. Eigentlich sollten wir genug Drohnen rumfliegen haben. Wir kriegen hier Bienenlarven? Wenn das so ist... Setze ich die Bienenlarve hier mal mit auf Angebot. Wenn wir jetzt noch eine bekommen, würden wir... zwei Raketen starten können. Was echt geil wäre. Warum habe ich Honig mitgenommen?
Weißt du was, ich nehme jetzt Honig mit. Dann machen wir direkt nochmal Essen. Und starten eine Rakete. Mutagen. Osmiumstab. Honig, 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 Honig. Ist hier die... Doch, Nachfrage ist eingestellt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich lade in der Zeit mal den Rest ein. Einen Osmiumstab. Ein Mutagen und ein Triebwerk. Mutagen Stufe 2. Dann kann ich nämlich nach und nach meinen Honig wieder loswerden. Hä, voll cool. Kriegen wir einfach Bienenlarven inzwischen, ohne die selber herstellen zu müssen. Was willst du mehr? So, das war die hier. Und tschüss. Alles komplett voll, nur Eisen. Ach so, deshalb kriegen wir auch keinen anderen Scheiß mehr. Ich muss mal Eisen vernichten. Deshalb füllt er die anderen Schränke nicht auf. Hier ist, glaube ich... Okay, da ist kein Eisen mehr. 4 Kisten mit Eisen reichen halt vollkommen aus. Der soll halt nicht nur Eisen herstellen, der soll schon alles irgendwie extrahieren. Aber weil Eisen nicht mehr rausgeht, zieht er alles andere raus und dann füllt er sich nur noch mit Eisen und zieht nichts mehr. Okay, wir müssen die also doch ab und zu mal untersuchen. Haben wir auch spontan schnell nochmal eine Larve? Ja, dann schicken wir gleich die dritte Rakete los. Nochmal ein Mutagen Stufe 2. Oh, das Gen-Ding. Geil. Das Portal kann halt warten. Was brauchen wir dafür? Mutagen Stufe 4 und Quarz. Also müssen wir doch Portal. Aber ich glaube, das haben wir nicht mehr alles da. Noch eine Rakete für den Index. So, 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 so. Das Ding brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die Drohne muss ich mir auch nicht mehr anpinnen. Dann gehst du erstmal auf Pulsarquarz. Ich schmeiß den Honig jetzt einfach weg. Scheiß drauf. Nahrung aufräumen. Dann würde ich mich nämlich jetzt tatsächlich doch lieber erstmal kurz darauf konzentrieren, dass wir das hier machen. Wie viele brauchen wir denn? Wir haben Uran, Osmium, Schwefel, Zeolit. Und Obsidian. Also bräuchte man eigentlich noch 5 Stück. Ja. Dann hole ich mir die 2 einfach hier raus. Zeolit 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1, 2, 3, 4, 5. Superlegionsstab. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe gesehen, wir können die doch benennen. Das ist unsere Base. Verdammt. Base. Dann erstmal zum Uran. Ja, werden wir heute auch noch mal ein bisschen Überlänge kriegen. Aber das will ich jetzt noch erledigen. Das mache ich jetzt auch noch komplett fertig. So. Rein theoretisch. Wie gesagt, wir könnten die Rakete hier zwar abbauen, aber ich lasse jetzt einfach mal da. Wir werden aber, sobald unser Uranschrank voll ist, immer wieder mal halt selber die Stäbe herstellen. Ups. So. Uran. Da sind auch schon wieder zwei Stäbe drin. Cool. Die nächste hier auf dem Weg wäre Obsidian. Dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall noch was für Iridium. Ich glaube, mehr brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr. Warte mal, Superlegierung haben wir auch noch irgendwo. Also ich glaube zumindest, dass wir für Superlegierung auch was gebaut haben. Ja, müssen wir, weil sonst würde sich der Schrank ja nicht füllen. So. Da müssen wir dann bloß schauen, wo das Ding sitzt. So, einmal Teleporter. So rum. Obsidian. Lohnt es sich hier was mitzunehmen? Alter, die sind voll. Wir brauchen viel mehr Drohnen. Schwefel haben wir hier. Okay, da haben wir die drei. Wie viele kann ich gerade noch bauen? Drei. Den Osmium, der ist sowieso bei uns in der Nähe, den können wir uns zum Schluss snacken. Ich gehe hier rum. Beziehungsweise ich muss ja eh in. Alter. Ich muss ja eh in die Richtung. Ah, das ist schon ziemlich cool. Da, da, da. Wie gesagt, dann hapert es jetzt eigentlich noch am Iridium. Ansonsten können wir das Pulsarquarz unendlich herstellen. Iridium und halt noch mehr Drohnen. Weil Drohnen werden wir halt einfach nach und nach immer mehr herstellen. Und dann müsste es darauf hinauslaufen, dass unsere Lager einfach grundsätzlich voll sind. Wir können was rausnehmen und die fliegen sofort los, füllen das wieder auf, weil die Lager von den Extraktoren halt auch voll sind. Das ist schon nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist schon ziemlich gut. So, Orientierung, ich glaube, hier durch das Gebüsch durch, ne? Und generell können wir dann, glaube ich, einfach alles herstellen, was wir wollen. Bienenlarven kriegen wir jetzt auch. Ich müsste, glaube ich, irgendwo ein Lager bauen für die einzelnen Larven. Bienenlarven zum Beispiel brauchen wir noch für unsere Felder. Die können wir dann auch so nach und nach komplettieren. Und wenn die dann immer voll sind, dann können wir von allem immer ordentlich was rausnehmen.
Langsam wird's. Und wenn jetzt hier die Teleporter stehen, dann können wir dafür, können wir die auch dafür nutzen, die Extraktoren zu erweitern. Bei Superlegierung haben wir nämlich, glaube ich, auch bloß einen. Würde ich dann langfristig natürlich auch noch einen zweiten hinsetzen. Bei Schwefel haben wir, glaube ich, schon zwei. Ja, haben wir schon zwei. So. Schwefel. Dann das Zeolit war hier drin. Man könnte zwar von einem Schwefel-Teleporter dahin, aber ich bin halt faul. Wenn ich Zeolit will, will ich da direkt hinkommen. So. Oh nein, hier muss ich den Teleporter auf die andere Seite machen. Schrecklich. Zeolit. Weißt du was? Ich kürze mal ab zum Schwefel. So, da raus. Da raus. Dann bei der Superlegierung noch schnell schauen. Geht auch zügig. Und dann gehen wir wieder in die Base. Dann bereiten wir vielleicht vor nochmal drei Extraktoren. Zwei Teleporter, einer für Osmium und einer für Iridium. Und ich glaube, dann farmen wir wirklich alles, was wir farmen müssen. Die normalen Erze, wie gesagt, die brauchen wir sowieso relativ wenig. Das passt schon. Das ist, da reichen mir die zwei Extraktoren. Beziehungsweise es sind ja trotzdem vier. Zwei davon gehen halt auch nochmal auf Alu. Wobei das ja eh alles sehr voll ist. So, da müsste ich dann nochmal einen hinbekommen. Super Legierung. Super. So, dann gehen wir erstmal in die Base und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Boah, das ist geil. Das ist übrigens auch geil. Warum habe ich denn das jetzt übrig? Achso, das war der andere Autocrafter. Warte mal ganz kurz. So, dass wir gegebenenfalls auch noch einen dritten hinkriegen. Den hier würde ich ganz gern wirklich erstmal da drauf lassen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Pulsarquarz. Brauchen wir sowieso nächste Folge für Dingen. Gut. Bringt inzwischen auch Larven? Ja. Okay, sorry, lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das eine Ding, wir sind sowieso wie immer drüber, da kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an. Nochmal ein Triebwerk, nochmal... Oh, das ist das letzte, wir müssen Mutagen Stufe 2 wiederherstellen. Aber damit das weiter steigt, wir sind extrem drüber, also wie gesagt, es kommt da jetzt echt nicht mehr drauf an. Sind wir da, glaube ich, inzwischen bei, haben wir da drei Raketen oder vier? Also entweder sind wir bei 4.500% oder bei 6.000%. Vier, also wir sind bei 6.000%. Machen wir noch drei Stück. Dann passt das. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin ist auch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Was ist das denn? Und, ja. Wir sehen uns morgen. Tschüssikowski. Ciao, ciao.